Heute gibt's wieder Action pur. Wir bauen uns nämlich nicht nur zusammen die Gabelzange. Nein, heute gibt es wirklich Action. Nämlich mit dem Turboapfel. Was das ist, das schauen wir uns jetzt an. Let's go. Ich bekomme gerade wieder richtig Schiss, denn die Bohrmaschine ist wieder am Start. Da kriege ich Herzklopfen. Jedes Mal, wenn wir was mit der Bohrmaschine machen, habe ich Angst, dass mir was um die Ohren fliegt. Und auch heute, denn wir bauen uns heute zusammen den Turboapfel. Und da ist doch ganz klar, da ist Turbo in der Luft. So ein Apfel, den kann man ja entweder mit so einem Schäler schälen, man kann auch das Messer benutzen, aber bis die Schale ab ist, da vergeht eine Ewigkeit. Deswegen holen wir uns jetzt die Bohrmaschine. Ich habe ein unwohles Gefühl bei der Geschichte. Ich habe mir das so vorgestellt. Ich hau den Apfelstecher durch den Apfel durch und das Ende, was oben rausguckt, das stecke ich in die Bohrmaschine. Wenn wir das jetzt in die Bohrmaschine reinstecken und sich der Apfel dann dreht, dann müsste ich ja eigentlich nur noch den Schäler dran halten und der ist ruckzuck geschält. Oh, eine kleine Schale ist abgegangen. Mit dem Griff hat das nicht so gut geklappt. Ich habe den Apfelstecher jetzt mal von dem Holzstück abgetrennt. Und wenn ich das Stück jetzt in die Bohrmaschine reinstecke, könnte es klappen. Apfel und Bohrmaschine sind miteinander verheiratet, aber der dreht sich mir irgendwie nicht gerade genug. Ich probiere es jetzt mal aus, aber keine Ahnung. Ich habe kein gutes Gefühl bei der Geschichte. Anfangs habe ich gedacht, dass es klappt. Sieht schon echt fresh aus, aber hier an der Seite habe ich gesehen, da ist ja noch mega viel Haut dran. Ich finde die Turbo-Geschichten ja immer recht cool, aber hier beim Turboapfel ging es ja mal voll in die Hose. Ganz klar, den Turboapfel, den können wir heute nicht empfehlen. Wir kommen jetzt zu unserem nächsten Trick, zur Gabelzange. Wenn die Großmutter zu Besuch kommt, dann möchte ich dir einen Salat machen. Aber den Salat, den möchte ich ja nicht mit den Fingern aus der Schüssel holen. Nein, dafür benutze ich in Zukunft meine Gabelzange. Und die bauen wir aus diesen beiden Gabeln. Ich muss also diese beiden Gabeln miteinander verbinden und das schaffe ich mit einer Klammer. Die hat man bestimmt schon mal irgendwo gesehen. Ich werde die jetzt miteinander verbinden. An dieses Metallstück werde ich oben eine Gabel dran montieren und unten. Als erstes bohren wir jetzt mal die Löcher. Die Schraube ist durch, dann kommt die Gabel und beides wird jetzt mit der Mutter befestigt. Die zweite Schraube ist auch durch, jetzt müssen wir da nur noch die Gabel dran machen. Tatsächlich, fertig ist sie. Die Gabelzange. Ich habe unheimlich Durst, deswegen kommen wir jetzt zum Flaschenbecher. Das ist ein Becher, den machen wir aus einer Flasche. Aus einer Plastikflasche. So einen ähnlichen Tipp haben wir schon einmal mit einer Chipsdose gemacht, aber heute nehmen wir diese Pfandflasche. Wie kriege ich daraus einen Becher gemacht? Das müsste eigentlich recht flott gehen. Ich mal's mir einfach mal auf. Ich würde ganz gern hier unten aus diesem Bereich trinken. Also unser Becher, der wird so hoch. Das hier, was wir hier rot sehen, wird unser Henkel. Der wird allerdings umgedreht. Und das Stück, was hier oben ist, klemmen wir unten unter unseren neuen Becher. Wenn das hält, dann haben wir unseren Flaschenbecher. Das Werk ist vollbracht, also man kann es schon sehen. Hier unten ist jetzt der Bereich, aus dem wir trinken. Hier ist der Henkel und wenn wir das Teilstück jetzt einmal rumdrehen und unten um den Flaschenpod rumziehen, das hält, das klappt. Wegen der Pfandflasche hat er gerade mal 25 Cent gekostet und er sieht ein bisschen aus wie ein Gummibärchen. Unser Flaschenbecher. Der Turboapfel, der war krass, aber er konnte meinen Apfel nicht richtig schälen. Für die Gabelzange habe ich zwar ein bisschen gebraucht, aber die hat Spaß gemacht zu bauen. Ich wünsche Ihnen jetzt viel Spaß beim Nachmachen und good luck. Jetzt wird's gesoffen. Oh, okay. Ich drück mir hier einen ab und reibe, ich krieg das Ding da nicht rein. Ich stell mir das so vor. Backhefe hat echt einen fiesen Geruch. Die Ravioli können sich schon mal auf was gefasst machen. Übertreiben Sie es nicht mit dem Gas.